Die fein herausgeputzte Innenstadt repräsentiert das eine Quakenbrück, das mit richtig viel Geld. Durch diesen Tunnel ist das andere Quakenbrück zu erreichen. Die Neustadt, Arbeitslosigkeit, ein hoher Ausländeranteil. Der Ort, an dem der Betrug geschehen sein soll. 150 Fälschungen bei Briefwahlscheinen liegen samt Gemeindebürgermeister Klaus-Peter Poppe vor. Das ist eine so erhebliche Einwirkung auf die Wahl, dass es das nach meiner Kenntnis in Niedersachsen noch nicht gegeben hat. Zurzeit wird der Rat der Stadt informiert, auch wie diese Wahlfälschung bzw. Manipulation geschehen sein soll. Zweimal muss für eine Briefwahl unterschrieben werden, für den Antrag und die eidesstattliche Erklärung. Bei den über 150 Fällen waren die Namen gleich, jedoch von unterschiedlichen Menschen geschrieben. Ist die eidesstattliche Erklärung gefälscht, bedeutet das Urkundenfälschung und damit Wahlfälschung. Das Wahlvolk hat schnell einen Schuldigen ausgemacht. Wir haben uns nur gewundert, dass jetzt eben letztes Mal die Linke so stark geworden ist. Und es muss ja irgendwelche Unregelmäßigkeiten bei der Briefwahl gegeben haben. Ich bin sehr gespannt, was in der Zeitung, was der Staatsanwaltschaft ermittelt hier. Irgendwas ist da wohl so gelaufen, weil das echt unnormal war, dieses Wahlergebnis. Anders kann ich es nicht sagen. Die Rede ist von der Partei Die Linke. Ein einsames Schild zeugt noch von der Wahl, die jetzt so in der Kritik steht. 3,2% bekam die Partei kreisweit, satte 21,55 in Quakenbrück. Und davon kamen 3/4 per Post. Platz für Spekulationen und Vorwürfe in Richtung Wahlleiter. Wie kann man die eidesstaatliche Erklärungen der Linken zuordnen? Hat er bei dem Öffnen der Briefumschläge Fotos gemacht? Hat er irgendwelche Beweise? Hat er die Wahlzettel nicht von Unterlagen getrennt? Die Stadt weist die Vorwürfe zurück. Wählen sei geheim, auch in Quakenbrück. Man wolle keine Vorverurteilung, nur Beweise. Und das bedeutet, vor allem die betroffenen Wähler befragen und graphologische Gutachten der Unterschriften einholen. Viele Aufgaben, bis eine Entscheidung fällt. Denkbar sind nach wie vor verschiedene Varianten. Wiederholung eines Teils der Briefwahl, der ganzen Briefwahl, der ganzen Kommunalwahl in Quakenbrück. Genau da liegen die Schwierigkeiten, da müssen wir dann einen Fahrplan erarbeiten. Bis dahin muss dieser Rat zusammenarbeiten. Auf der Sitzung im Dezember soll die Lösung beschlossen werden.